Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, ich habe im Offscreen noch den Vogel gefunden und konnte ihn ausweiden, den ich am Ende noch erschossen habe. Denn dann haben wir auch festgestellt, dass dasselbe Problem, was ich hatte, auch bei Mathilde der Fall war. Bloß nur bei dem Mikro war das, glaube ich, ne? Mhm. Danke Microsoft für diese tolle Updates. Naja. Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Ich will meinen Schrein bauen. Ja, wo baust du denn einen Schrein? Ich muss erstmal gucken, wo ich den hinstellen kann, weil ich kann den anscheinend nicht ganz nah an dich dran stellen. Das ist scheiße. Hm. Deswegen versuche ich gerade erstmal eine... Bist du hier noch im Gebirge oder bist du... Ja, ich will es auf jeden Fall auf dem Gebirge, aber dafür muss ich jetzt erstmal Zeug holen, damit ich genügend Plattformen bauen kann, dass ich das da draufstellen kann. Du verstehst. Hier auf diesem Vorsprung könnte man vielleicht was bauen. Nee, ich will das schon weiter oben haben. Weiter oben? Ja. Ach, da oben. Ich sehe schon. Ja, brauchst du noch irgendwas? Kann ich dir irgendwie helfen? Also ich mache jetzt erstmal Sandsteindecken, um die dann da erstmal hinzumachen, in der Hoffnung, dass das dann, ja, also die... erfüllbar ist. Ich komme mal ganz kurz hoch. Nein. Dann werde ich da auf jeden Fall Treppen hinbauen, weil das ganze Klettere, das ist ja nervig auf die Dauer. Ja, das ist wohl wahr. Oh, Eisenstein. Achso, hier oben hast du jetzt 1, 2, 3 hingesetzt. Genau. Da habe ich jetzt erstmal nur die Bodendinger hingesetzt. Und da will ich dann jetzt noch Sandsteinplatten dran setzen. Mhm. Also Sandsteinplatten, du meinst diese Foundation-Sachen da? Ich versuche jetzt mit der Decke. Ah, okay. Die brauchen nicht so viel Ressourcen, ja? Genau. Und ich hoffe, dass dann mein Schrein weit genug von deinem weg ist, dass das auch klappt. Ja, das ist echt ärgerlich. Also, wir hatten es ja früher auch immer so parallel, ne? Ja, nah beieinander eigentlich. Ich glaube... Nur baust du hier am Wasser oder so. Heilung. Toll, bei den ganzen Krokodilen, wo Heilung. Ich auf gar keinen Fall hinkomme. Und Wasser passt doch. Ich wiederhole, bei den Krokodilen. Die passen doch schon drauf auf. Dass im Tempel nichts passiert. Die Krokodile sind bestimmt nett. Oh, ich habe gerade Eisenstein gekriegt. Cool. Hm, manchmal hat man das so ein bisschen. Okay, nicht genügend Kontakt mit dem Boden. Also geht's mit den Decken nicht, oder? Nein, ich habe noch nicht genügend gebaut. Ach so, ich weiß doch nicht, was du machst. Eins packe ich den Schrein erstmal woanders hin, weil der ist doch so ein bisschen schwer. Aua. Und ich muss was essen. Wollte ich den so schön hier drauf packen. Menno. Na gut, wenn du da mit dem Schrein noch beschäftigt bist, dann kümmere ich mich nochmal um das Rad des der Schmerzen. Macht das. Wir müssten mittlerweile eigentlich genügend... Ja, ich glaube, das
brauchen, wie du schon meintest, 70 Eisen und dann, upsala, aber ich glaube 500 Stein oder so. Das kann sein, also wir haben auf jeden Fall fast 80 Eisen jetzt mittlerweile. Ich gucke mal. Also Eisen habe ich gerade geguckt, da sind 79 Eisenbarren drin. Warte mal, der nimmt die Kohle als Brennstoff. Das finde ich aber ganz schön scheiße. Oh nee, dann nimm die da mal wieder raus. Ich habe da extra Holz reingepackt. Nimm die Kohle da mal wieder raus. Mache ich, habe ich. Ist gut, gut. Jetzt habe ich nur keinen Platz für die Kohle. Ah doch, da. Alles durcheinander hier. Kannst dich gerne mal hinsetzen und das sortieren. Nö, es muss nicht sein. Nö. So einen starken Ordnungssinn habe ich dann doch nicht. Okay, festgestellt, es fehlt Holz. Und jetzt brauche ich auch noch Stein zum Reparieren. Verdammt. So, gucken wir mal. Soll man das Rad des Schmerzes dann aufstellen? Ich dachte mir auf diesen Vorplatz, den wir ja da ja eigentlich haben. Das heißt, den brauchen wir auch nicht irgendwie ausbauen mit Stein. Das lassen wir so, wie es ist, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, okay, machen wir so. Bäume sieht das scheiße aus bei uns. Ich hab die gerade abgeschlagen. Mist, jetzt habe ich nicht dran gedacht, dass es vielleicht klug gewesen wäre, den Tempel mitzunehmen für die Größenabmessung. Sowas Blödes. Ja, dann müsstest du schon, ob es passt, ne? Ja. Ich will nicht an eure Eier, ich will nur hier schön Holz hacken. Ich bin ganz lieb. Gut. Das glaubst du doch selber nicht, dass du lieb bist. Ja doch, die Mütter greifen mich hier nicht an. Na dann. Okay, nur die Bäume weg. Alles wird gut. Kein Stein, ah. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Hurra. Ah, fick dich, Krokodil. Fick dich und kannst mal, Krokodil. Hallo. Ich lock sie alle an. Okay, doch nicht. Also von der Breite her wird es passen. Aber ich brauche auf jeden Fall, habe ich gerade festgestellt, noch ein paar Bodenelemente, weil das kann nicht so viel in der Luft schweben, wie ich es hier vorbereitet habe. Mhm. Bedeutet, Mathilde braucht mehr Steine. Marv.
Was macht unser Schmerzenrad? Wird gerade gebaut. Cool. Gerade bin ich auch mit 135% überfüllt. Oder überladen. Okay. Dann machen wir weiter. So, aber fertig. Cool. Vier Eisen noch. Du brauchst noch Stein? Ja. Ich hätte noch 480 im Angebot. Ja, ich hacke jetzt hier erstmal. Ja, dann hacken wir, dann packe ich sie beiseite. Aber wenn du magst, können wir dann ja auf versuchen, Sklaven zu fangen. Ja, die Sklaven müssen wir ja irgendwie füttern, also. Ja, wir können ja erstmal einen fangen und im Zweifelsfall verhungern. Ja, können wir gleich. Baue erstmal das Sklavenrad und dann gucken wir mal. Was ist eine Säuberungsanzeige? Kann ja sein, hast du das auch? Säuberungsanzeige bei dir im Menü? Gehen wir auf I. Unten, oh. die unter den Füßen quasi, gibt es eine Säuberungsanzeige. Was hat das zu bedeuten? Ja. Vielleicht wie schmutzig du bist? Ah, okay, das kann sein. Warum auch immer das wichtig sein soll? So, ein Sklavenrad kann hier platziert werden. Ah, hier können mehrere stehen, hier können eine ganze Farm bauen. Ja, ja, wir können richtig Tiere und so auch jetzt halten. Ah nee, ich meine von den Menschen. Was interessieren mich Tiere? Warum kann ich das nicht so gerade aufstellen? Das sieht ja scheiße aus. Müssen wir doch Bodenplatten hinpacken, ist nicht eben genug. Wieso kannst du da doch hinpacken? Ja, hier packe ich ihn jetzt hin. Wenn ich mal vom Weiten sehe, dass er ja arbeitet. So, schöne Arbeiten. Er zeigt er ja auch an, wir brauchen diesen Brei quasi und dann können wir... Ja, schön Leibeigene von machen. Hm. Im Feuer haben wir ja schon getestet, ne? Hm. Wir haben auch diese leibeigenen Schüssel, aber da habe ich den Eindruck, bei der leibeigenen Schüssel kommt dann eher so das Geld rein. Das Essen rein, wenn die schon fertig sind oder so. Nee, ich guck gerade zu, Samen, das funktioniert nicht. Ich hab's jetzt mal eine Minute jetzt laufen lassen. Da kommt kein Brei raus. Die Hörner waren draußen. Brauchen wir das verdorbene Fleisch? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Thank you.
Kann ich mit zwei Schwertern gleichzeitig rumlaufen? Ich probier's. Nee, geht nicht. Weil ich, warum auch immer, zwei Schwerter hatte. Also ich wäre jetzt bereit zum Knüppeln, aber das Problem ist, wie kriegt der was zu essen? Ja. Weil auch in diesem Essenstrog hier wäre ja sonst auch eine Idee, dass man hier was machen kann. Ist auch nichts angegeben. Brei. Wie kriegt man diesen Brei? Karte, Reise, Werte. Wir sind doof, wir sind doof, wir sind doof. Was? Hast du es rausgefunden? Ja. Ich habe gerade mal immer ein schlaues Handy. Ich will nur, bevor ich jetzt sage, es ist es, selber es nochmal überprüfen. Kleinen Augenblick noch. Mhm. So, ich komme jetzt wieder hoch. Ja. Und gucken wir uns das mal hier in diesem komischen Bottich an. Nee, da läuft das irgendwie nicht. Wie ist es, wenn ich das hier im Lagerfeuer packe? Ah, scheiße, hast du noch Holz? Nein, alles verbraucht. Ich hole schnell welches. Ich glaube, wir haben noch Holz in irgendeiner Kiste hier. Oh, braucht man nicht alles? Gib mal was. Oh, jetzt habe ich alles. Oh, ich hab Holz. Ja, ich hab's. Du hast es? Wie? Pflanzenfaser und Samen. Oh. Ich hab's nur kurz gegoogelt und schwuppdiwupp habe ich was von Pflanzenfasern gelesen. Ich dachte mir, ja, das ist es. Oh, aber es wäre trotzdem irgendwie super, wenn man hier irgendwie ein Rezeptding hätte, ne? Naja, egal. Jetzt wissen wir's. Und, da ich jetzt kaum Pflanzenfasern hatte, haben wir jetzt 50 Fleischsoße. Das heißt, wir können uns gerne mal einen schnappen. Okay, das heißt, wir brauchen einen Knüppel und ein Seil. Ja, ich habe mich schon ausgerüstet. Ja, ich muss mich noch ausrüsten. Ich glaube, wir konnten auch, glaube ich, nur maximal ein oder zwei hier reinpacken. Ja, ja, bei dem kleinen Rad der Schmerzen können wir, glaube ich, nur einen machen. So, und Knüppel. Okay, was wollen wir denn für einen? Wollen wir einen Koch oder? Nur mal gucken, was es im Angebot gibt, ne? Gehen wir mal auf diese kleine Insel, wo nur so zwei, drei Leute sind. Ja, knüppeln wir mal nieder und gucken, was dann bei rumkommt, naja, was das für welche sind. Das Knüppeln war ja, hat ja kaum Lebensenergie entzogen, glaube ich. Ja, das hat die nur betäubt, meine ich. Aber nicht mit einem Schlag. Nee. Drei Leute sind's. Das könnte anstrengend werden. Mal guck mal den ersten, vielleicht können wir den hier anlocken.
Ja. Hallo. Ja, hat mich gesehen. Oh, der hat ein Hammerchen. Er ist ein Kämpfer. Aua. Ups. Oh, Alter. Oh. Aua. See me and tremble! Also ich glaube mit God take you. Die. Aua, ich bin so gut wie tot. Oh, Alter. Ich hab ihn gleich. Jetzt ist er tot. Und ich auch übrigens, was das angeht. Wir sagen, heil dich. Mal dann. Ja, das kann jetzt dauern. Ich bin so gut, also wirklich nahezu tot. Hol ich mir mal was zu essen. Kann sich nur um Stunden handeln, bis ich regeneriert bin. Haben wir keine. Ah, ich bin auch fast tot. Also das Fleisch hat eigentlich ganz gut geheilt, wenn man halt Hunger hat. Ja, ich habe nur keinen Hunger, weil ich gerade erst gegessen hatte. Also ich kann auch ohne Essen, ohne Hunger essen. Also ich regeneriere mich gerade. Okay. Na, stimmt. Sieht auf jeden Fall schön aus, wie der da auf dem Hügel arbeitet, die arme Sau. Okay. Mal ein Schild, wo habe ich denn ein Schild hingepackt? Ja, vielleicht müssen wir die nicht die ganze Zeit knüppeln, vielleicht können wir den so bis zu die Hälfte runterschlagen mit normalen Waffen und dann wieder knüppeln. Hm. Weil der hatte, ich habe da drauf geschlagen, da ist nichts passiert. Ja, weil du nicht getroffen hast. Das kann sein. Ist da noch einer oder zwei am Feuer? Ich weiß nicht, ob da einer liegt. Oh, nee, oh. Muss niesen. Ja, die kommen gleich. Einer kommt. Einer kommt. Einer kommt. Ein Rüstungsmacher. Oh, das ist, hört sich gut an. Der hat eine Leuchte. Ja. Juhu! Warte. Vier. Hast du ihn? Ah, nee, ich hab sie. Hier ist gerade einer aufgestanden. Ich hab. Ich hab die Tussi hinter mir hängen. Oh, ich hoffe, ich kann klettern, wenn ich die im Schlepptau habe. Gute Frage. Nee, du bleibst liegen. Scheiße. Nee, ne? Doch, wir müssten tatsächlich Treppen bauen. Och, nö. Doch, sonst kriegen wir die hier nicht hoch. Oh, Menno. Oh, die blöde Kuh hat meine Fackel abgelegt. Ich habe meine gerade ins Wasser genommen, die ist automatisch ausgegangen. Ich bin wieder da. So. So, ich mach Steine. Also, Tussi liegt hier. Ja. Ich teste das auch nochmal. Stimmt, beim Klettern hört man automatisch auf. Ja. Hm.
Und meine Sandalen sind kaputt. Alles geht kaputt hier. Nix. Hält ewig. So. Ah, der ist ja gut. Der hat ja Rüstungs... ja, Stufe 2, ich weiß. Ne? Kann... Treppen kannst ja nur du bauen, ne? Ich glaube. Ich bin auch hier gerade fleißig am Steine hacken. Dass ich ganz schnell Treppen machen kann. Ja, ich mach grad Holz. Du brauchst auch für Treppen Holz, ne? Ja, ja. Oh, fuck. Irgendwas ist da. Oh, das ist ganz groß. Das... Alter. Alter Falter. Was ist denn? Das ist immer so groß? Ja, diese Dinger, es gibt doch... die ihre Babys beschützen. Und da ist jetzt gerade eins von diesen Dingern, das wirkt sehr groß. Da gehe ich mal weg. Ich habe nur Angst, dass diese Figur hier weg ist. Scheiße, er ist weg. Ne, sie ist noch hier. Ah, wunderbar. Gut, gut. Wie viel Holz brauchst du denn für eine Treppe? 5. Holz habe ich genug. Ah, sagst du mir jetzt, wo ich hier 100 für dich schon geschlagen habe? Ach komm, wir brauchen doch sowieso immer Holz. Muss an einem vorhandenen. So, 70 Stein habe ich bisher. Bist du schon wieder zurück? Ja, ja. Ich muss hier gerade erstmal nur eine Foundation machen, an der ich dann die Treppe befestigen kann. Ah, sie liegt noch hier. Gut. Zieh sie mal ein bisschen zur Seite. Genau, zieh sie mal ein bisschen zur Seite. Dankeschön. Oh, das sieht gut aus. Nein, sieht nicht gut genug aus. Oder? Geht doch, hoch? Funktioniert, ja. Ich hab sie noch. Sehr schön, gut. Gut, 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 gut. Juhu! Pack ich es jetzt da rein? Ist sie, glaube ich, schon. Zumindest sehe ich sie nicht mehr. Ja, da ist jemand drin. Und dann brauchen wir jetzt Futter für die. Ja, Futter, 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 Futter. Futter, Futter, Futter. Hast du schon rausgezogen, okay. Schleimsuppe hält 1 Stunde und 6 Minuten, die 50 Stück. Ich weiß aber nicht, wie lange halt... Das weiß ich auch nicht. Dann suche ich nochmal das Fasern. Mhm. Wenn meine Rüstung weiter so in den Arsch geht, muss ich langsam echt wieder auf Tierjagd gehen.
Immer Pflanzenfasern in der Kiste gefunden. Finde ich äußerst praktisch. Ey, wir fehlt schon wieder eine Kiste. Kannst du nochmal eine Kiste für Rüstung oder Waffenteile bauen? Kannst du auch. Ach ja, scheiße, ich kann's auch. Dann baue ich mal selber eine Kiste. Ach, da fehlt Zwirn. Verdammte Axt. Wieder so ein dummes Krokodil. Oh, ich hab mein Schwert nicht dabei. Upsi. Also man kann nicht wie bei Seven Days die Kisten über Kisten stapeln. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Man müsste mal gucken, ob man irgendwie größere Kisten vielleicht lernen kann. Ich glaube, ich muss demnächst auch mal wieder Talentpunkte oder so verteilen. Ja, nicht verkehrt, wenn man das mal macht nebenbei. So, geht's jetzt nach Hause? Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Da lang. Ach, ich finde das echt gut, dass das Feuer automatisch ausgeht. Ich finde das auch gut. Jetzt habe ich nochmal so 210 Fleischsuppe gemacht. Und jetzt kann sie da 3 Stunden rumlaufen. Bis dahin wird die bestimmt zu uns gehören. Wahrscheinlich. Wo ist schon Stufe 2, das kann vielleicht doch ein bisschen länger dauern. Ach, was würde ich jetzt für eine Fettraupe tun? Schöne, leckere Fettraupe. Hm.
hoffe wirklich, dass du Heiltränke machen kannst, weil irgendwie kriegen wir zu schnell Schaden und können uns nicht so recht heilen. Hm. Diese Fettraupen sieht man auch so scheiße im Wald, hier auf dem Bogen. So kann ich dich da nicht entsetzen. Ach, da ist die Tussi wieder, die gegen ein Krokodil kämpft oder irgendwas anderem. Hm. Gucken, vielleicht reicht das jetzt für den Schrein. So, eine Treppe dahin habe ich auch schon fertig. Muss ich nicht mehr ganz so viel klettern. Oh, hat sie jetzt eine Vieh getötet? Oh ja. Das ist ja nett von ihr. Oh, die hat nicht das nächste Vieh getötet, die jetzt jagt die mich. Ah. Ich schieße auf die Füße, du dumme Kuh. Ich krieg die Krise, wenn das hier nicht klappt. Jetzt habe ich so viel Stein deswegen gekloppt. Voll nervig. Ich bin voller Kämpfer, ich schieße in die Füße. Oh. Ich habe keine Ausdauer, die Hure holt mich auf, du holt auf, die Hure! Ah, ich glaube, das ist immer noch zu nah an deinem... Du mit deinem Scheiß seht. Ja, ich mit dem Scheiß seht. Ja, hier kann ich den erst bauen. Super. Das heißt, dass alles, was ich da oben gebaut habe, kann ich abreißen. Toll. Boah. Dem ich 50 Mal auf ihre Scheiß... So, reiß ich das jetzt aber auch ab. Braucht ja kein Mensch mehr, wenn ich das hier oben nicht bauen kann. Ich finde wenigstens noch ein bisschen Zeug zurück. Oh, die hat mir Obsidian hinterlassen. Das ist aber nett. Und einen mittelschweren Harnisch. Harnisch. Hm. Der aber auch fast kaputt ist. Hm. Oh, nehme ich erstmal. Ja, wenn sie die Eltern schon getötet hat, dann wäre es ja echt gemein von mir, wenn ich die Eier hier liegen lassen würde, oder? Die haben sowieso keine Chance zu überleben. Ja, ohne die Mutti, ne? Ja. Glaube ich auch. Dann esse ich die. Mach das. Oder kann man daraus Spiegeleier machen? Monster-Spiegeleier. Das weiß ich nicht. Das war knapp.
Das Eisen? Oh, cool. Nicht viel, aber der Mensch freut sich. So. Willst aber trotzdem erhöht haben. Ah, ich wollte jetzt zu dir mal kommen, gucken, was du baust, aber... Ja, erstmal habe ich ganz viel abgerissen. Erstmal liegt da ein Kroko. Und kommt zu dir, ist ganz gut. Wenn es zu dir kommt, will es nicht zu mir. Du hast ja keine Hose mehr. Ich habe einen Rock an. Ach so. Jetzt würde ich mal hier abbauen. Jetzt kannst du besser auf ihn schießen, ne? Oh, der kommt hier hoch. Fick deine Mama. Nee, ey. Weiter kommt er nicht. Koko. So, ich muss ihn schlachten. Ja, guck mal her. Feines Koko. Juhu. Gib mir Knochen, du Koko. Schade, ich dachte, das mit deinem... Ich kann ja auch Säulen bauen. Ja. Das ist dann natürlich viel cooler. So, von hier aus werde ich das bauen. Inventar. Ach nee, das muss ich jetzt erstmal lernen. Das Inventar. Bau. Nein, Säulen. Stützen. Ach, ich kann nur dekorative Balken aus Holz bauen. Das ist aber doof. Jetzt haben wir sonst noch Palisade, das hast du ja gelernt. Dachdecker-Lehrling. Boah, das dauert ja ewig, ey. Bis sie zu uns gehört. Ja, da muss ich Steinmetzgeselle und das ist erst ab Stufe 20, weil das ist in zwei Stufen. Hm. Na gut. Oh, man kann die Bienenkönigin aufheben und daraus irgendwie Honig machen. Pack die mal in die Kiste, nicht dass sie wegfliegt. Ich glaube, dann warte ich jetzt noch die zwei Stufen. Dann kann ich nämlich Säulen bauen, dann sieht das besser aus. Okay. Jo, ich sehe auch gerade, die Folge geht schon ein bisschen zu lang. Ach was. Wir müssen uns sowieso erstmal absprechen, was wir als nächstes machen. Okay. Machen wir mal einen Break und ja, mal gucken, was es wie es weitergeht. Okay. Liken, kommentieren nicht vergessen und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.